Hallo Leute, am 11. Februar erschien das neue Studioalbum von Slash und Miles Kennedy unter Gibson Records. Und dem zu hören, gab es auch gleich eine neue Slash-Gitarre. Wollen wir die vielleicht zusammen auspacken? Wir wissen, es ist eine Les Paul und wir sehen ein rechteckiges Case. Eine Gibson Les Paul in dem rechteckigen Case. Wir müssen uns das mal angucken. Translucent Red auf einer AAA-Decke. 50s Neck Shape. Zwei Custom Bass Bucker mit Alnico 2. Handverdrahtet. Orange Caps. Eine Slash Paul. Aber was ist sonst noch in dem Koffer? Als allererstes das neue Album in Vinyl. Ein Autogramm der ganzen Band. Handsigniert. Auf Slashs Exemplar der Gitarre ist die 4 mit drauf, passend zum Album. Dir steht es frei, ob sie es tragen wird oder nicht. Damit du auch spielen kannst und ein paar Plaque drin. Mehr so Gibson-typische Sachen. Ein Foto ihrer Geburt. Falls irgendwem von euch das Slash-Logo auf dem Trustwood-Cover nicht gefallen würde, hier bitte das nochmal blanco. Falls irgendwer das Pickguard vermisst, es ist eins dabei. Putzlappen, Einstellwerkzeug und die Security Locks. Und ein frischer Ledergurt. Und natürlich wollen wir auch wissen, wie sie klingt. Slash Limited Edition Number 4 handelt es sich, wie der Name schon sagt, um eine limitierte Edition von 250 Exemplaren weltweit. Da wir jetzt schon mehr Vorbestellungen haben, als es Gitarren im Umlauf geben wird, wird dieses Exemplar leider Gottes nicht bei uns im Laden zu testen sein. Ich hoffe, ich konnte euch dennoch einen Eindruck dieser wunderschönen Gitarre vermitteln und wünsche euch noch einen schönen Tag.